lieber Michael Theurer, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn mich jeder verstehen kann, dann würde ich aufs Mikro verzichten. Wenn jemand nicht so gut hört, dann sollte man es einfach sagen. Also ich freue mich außerordentlich, dass Sie heute Abend den Weg hierher gefunden haben. Ich bin ja noch nicht so lange dabei und umso mehr freut es mich, dass Sie heute da sind. Ich bin Oliver Martin, sage ein paar Sätze zu mir. Maschinenbauingenieur, seit 2 Jahren Mitglied in der FDP und in der für mich glücklichen Lage, das Vertrauen zu genießen, der FDP hier aus dem Kreis Ludwigsburg, der Bundestagskandidat sein zu dürfen. Ich bin Maschinenbauer und viele denken über Ingenieurbüro an Bauingenieur. Also die meisten, die lesen Ingenieur, denken Bauingenieur und es gibt mir die Möglichkeit, die Brücke zu schlagen. Weil eins meiner Anliegen oder mein Hauptanliegen ist einfach, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, die Politikverdrossenheit in Deutschland kommt in erster Linie daher, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie mit der großen Politik nichts mehr zu tun haben. Ja, man schaut die Talkshows an, man schaut die Tagesschau, die Heute-Sendung an, aber man kommt nicht mehr mit seinen Abgeordneten aus dem Wahlkreis wirklich ins Gespräch. Ja. Und dieses Brückenschlagen vom Wahlkreis nach Berlin, das ist das Anliegen, das ich habe, das ich in vielen Infoständen auch versuche, den Menschen zu vermitteln. Dass ich sage, ich bin euer Kandidat hier, weil ich nicht nur jetzt da bin, sondern weil ich auch nach der Wahl da sein möchte, so ich gewählt werde. Und ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man die Gelegenheit nutzt, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, zu schauen, wo drückt der Schuh, wo haben die Menschen ihre ganz persönlichen Probleme, wo sind die Anregungen. Ich glaube, wir brauchen auch einen Ideenwettbewerb, wie wir die großen Herausforderungen der Zeit lösen können. Und ich glaube, dass jeder, der an den Infostand kommt, jeder aus unseren Reihen, aber egal von welcher Partei, welcher Couleur, gute Ideen mit einbringen kann, wie wir insgesamt unser Gemeinwohl voranbringen, wie wir die Herausforderungen mit Digitalisierung, mit Klimaschutz, Klimawandel, wie wir das lösen können. Ich glaube, das sollte niemand einen Allgemeinheits- oder einen Absolutheitsanspruch haben und glauben, er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ich glaube, da kommt es einfach darauf an, zuhören, gute Ideen sammeln und aus diesen guten Ideen gute Gesetze, gute Lösungen zu machen. Das ist das, was uns, glaube ich, insgesamt voranbringt. Und in dem Zusammenhang merke ich in den Infoständen ganz stark, dass es auch eine Frage des Vertrauens ist. Politik, gerade große Politik, hat viel Vertrauen verloren die letzten Jahre. Und ich glaube, gerade im persönlichen Gespräch mit den Menschen ist es möglich, Vertrauen zurückzugewinnen. Und zum Vertrauen gehört es aber auch, dass Politik auch Dinge zugibt, die vielleicht manchmal nicht so leicht oder nicht so gern zu vermitteln sind. Und da gehört meiner Ansicht nach auch dazu, dass man Dinge nicht nur zu Ende denkt, sondern auch zu Ende entscheidet. Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel geben, was mir einfach wahnsinnig negativ aufgefallen ist und wo auch viele Menschen im Infostand sagen, ja Mensch, Herr Martin, da haben Sie recht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von Ihnen sagt, ich kündige meine Wohnung, in der ich gerade lebe, zum 30. Mai 2025. Jedenfalls glaube ich das nicht, dass Sie die kündigen würden, wenn Sie nicht wüssten, wo Sie im Tag drauf wohnen würden. Und dann frage ich mich, warum wissen wir dann, zu welchem Termin wir Kernkraftwerke, zu welchem Termin wir Kohlekraftwerke abschalten, wenn wir noch gar nicht wissen, wo im Tag drauf der Strom herkommt. Ja? Ich bin einfach der Meinung, dass eine ehrliche Politik sagen muss, ja, wir wollen raus aus der Kohle, weil wir Klimaschutz machen wollen, weil wir CO2 einsparen wollen. Aber dann muss man doch sagen, wir gehen aus der Kohle so raus, wie wir in der Lage sind, mit Förderung, mit Innovation, wie auch immer, genügend Ökostrom zu erzeugen. Und dann muss der Ausstieg, die Abschaltung von einem Kraftwerk, nicht an einem fiktiven Termin, der irgendwo politisch in irgendeiner Kompromissrunde erzielt wurde, entstehen, sondern müssen wir sagen, wenn wir so und so viel Solar- oder Windkraft zugebaut haben, dann können wir das dreckigste Kraftwerk abschalten und dann das zweitdreckigste und dann das drittdreckigste und irgendwann sind alle weg. Ja? Also nicht, dass ich jetzt als Bremse erscheinen möchte, sondern ich möchte einfach sagen, es ist sicher keine Lösung, wenn wir sagen, wir schalten ab
Und dann kaufen wir den Strom in Polen zu, Kohlekraft, oder in Frankreich Atomkraft und haben damit gar nichts gewonnen. Ja? Das Einzige, was passiert, wir stellen uns noch als Gutmenschen dar, weil wir ja schneller aus der CO2-Verbrennung oder Entstehung rauskommen, und unsere Nachbarn, die sowieso oft nicht gut auf uns zu sprechen sind, haben dann zu Recht verärgert, weil wir auf sie angewiesen sind, dass wir Strom beziehen, und gleichzeitig schieben wir den schwarzen Peter zu, weil sie mehr Atommüll produzieren oder weil sie mehr CO2 ausstoßen. Und an der Stelle möchte ich auch sagen, dass ich für viele Dinge offen bin, so wie die FDP für viele Dinge offen ist. Die FDP ist eine weltoffene, eine technologieoffene Partei, da wird sicher Herr Theurer nachher noch einiges dazu sagen. Und zur Offenheit gehört aber auch, dass man nur in den Dialog treten kann mit Menschen, die bereit sind, Kompromisse zu machen. Also es geht nicht, dass ich gegen Atomkraft bin, gegen Kohlekraft bin, gegen Windräder bin, gegen die Stromtrasse aus dem Norden und Süden bin. Ja? Wie soll ich denn mit jemandem diskutieren? Wie soll ich mit jemandem einen Kompromiss finden, der mir keine einzige Alternative anbietet, die für ihn akzeptabel ist? Ich glaube, auch da müssen wir offen drüber reden. Man kann über Alternativen reden, aber es müssen Alternativen auf dem Tisch liegen. Sonst ist kein Dialog und sonst ist auch keine Entscheidung möglich. Meine Damen und Herren, ich wurde gestern, das möchte ich vielleicht abschließend noch sagen, gefragt, wie man sich denn motivieren kann, wenn man einen Listenplatz hat, der halbwegs aussichtslos ist, und wenn man als FDP-Direktkandidat antritt. Und dann habe ich gesagt, nehmen wir das Beispiel mit Fußball. Wie kann man sich denn motivieren, wenn man als FC Geislingen den FC Bayern München zugelost bekommt? Ja? Und ich glaube, die Motivation von den FC Geislingen ist größer, wenn er im Pokal gegen Bayern München spielen darf oder gegen Borussia Dortmund, als wenn man gegen Kaiserslautern spielen muss oder sowas. Ja, ja, ja. Ja? Also, was ist die Folge? Gut, die Folge ist doch, dass man so ein Pokallos annimmt, ja, und sagt, super, die Bayern kommen, super, die Dortmunder kommen. Ja? Wir spielen auf Angriff, wir trauen uns was. Ja? Wir gehen in die Offensive. Und was ich Ihnen damit sagen möchte, ich werde das Direktmandat hier nicht verloren geben. Mir ist bewusst, dass es wahrscheinlich noch schwieriger ist, wie wenn der Geislinger gegen die Bayern gewinnen. Aber wir müssen, glaube ich, mit diesem Selbstverständnis auftreten. Wir haben als FDP ein hervorragendes Parteiprogramm. Wir haben als FDP hervorragende Kandidatinnen und Kandidaten. Und ich glaube, wir müssen vom Selbstverständnis mal wieder auf unser Leitbild zurückgreifen. Und unserem Leitbild, das wir uns letztes Jahr gegeben haben, da steht ein Wort drin. Und das heißt Mut. Und ich glaube, daran müssen wir ein Stück weit uns festhalten, daran müssen wir uns ein Stück weit orientieren. Und ich glaube, mit diesem Mut sollten wir in den weiteren Wahlkampf gehen. Wir haben noch 5,5 Wochen Zeit. Die anderen kochen auch noch mit Wasser oder nur mit Wasser. Und als Letztes möchte ich vielleicht noch sagen, so als kleine Motivation, wir waren vor 8 Jahren 40% hinter der CDU. Wir waren vor 4 Jahren 28% hinter der CDU. Und wenn ich die aktuellen Umfrageergebnisse angucke, die Umfrage von gestern, CDU 23, SPD 21, Grüne 19, FDP 12, und wir wissen, dass in Baden-Württemberg die FDP immer 2% besser ist, und wir wissen, dass in Ludwigsburg die FDP nochmal 1,5% besser ist, ja, dann sind wir realistisch noch 7 oder 8% weg. Wir sind nicht mehr die 40% weg, die wir vor 8 Jahren weg waren. Und das muss uns den Mut geben, dass wir sagen, 5,5 Wochen engagierten Wahlkampf, 5,5 Wochen Pokalfight, 5,5 Wochen auf Angriff spielen. Und in diesem Sinne, Herr Theurer, Ihre Bühne. Vielen Dank.
funktioniert. Einschalten. Nein, muss einschalten. Einschalten. Ja, klar. Ja, ja. Das macht es leichter. Aber ein leichter Halleffekt ist dabei. Im Skala zu sein, Ludwigsburg ist natürlich eine große Ehre. Ich weiß nicht, ob man diesen Halleffekt nicht so runterdrehen kann. Da ist ja Echo drin. Ja. Ja. Ist jetzt besser? Ja. Ja. So, dann nehme ich mal das Kabel, aber das schränkt meinen Handlungsspielraum ein. Aber wir stehen tatsächlich vor einem spannenden Wahlkampf, 5,5 Wochen. Das ist noch eine relativ lange Zeit, die notwendig ist, um die Stimme zu nutzen. Deshalb nehme ich jetzt an der Stelle mal das Mikrofon. Lieber Oliver Martin, das war ein engagiertes Plädoyer für einen tollen Kandidaten hier im Wahlkreis. Ich bin heute gerne hierher gekommen und die Unterstützung unserer beiden Kollegen aus dem Landtag, Hans-Dieter Scherer und Georg Heitlinger, zeigt, dass eben auch die Landtagsfraktion voll dahinter steht. Auch hier hatten wir ja einen ganz engagierten Wahlkampf und meine Damen und Herren, erinnern Sie sich noch an die Umfragewerte vor einem Jahr? Wie es da für die FDP aussah? Da kam der Wind von vorne und als ich im Herbst gesagt habe, das Dreikönigstreffen findet statt, egal ob Besucherinnen und Besucher in die Oper kommen können, da gab es auch bei uns in der FDP-Zentrale in Berlin manche, die gesagt haben, für was brauchen wir ein Dreikönigstreffen in einer Oper, wenn da niemand kommen darf. Aber wir haben uns durchgesetzt und die FDP, die in diesem Jahr auf 75 Jahre Gründung zurückblickt, die FDP, die damals von Reinhold Mayer, der übrigens heute vor 50 Jahren gestorben ist, ich war heute am Grab des ersten Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, diese freien Demokraten, die maßgeblich am Wiederaufbau dieses Landes, am Aufbau dieser Demokratie der Bundesrepublik Deutschland teilgenommen hat. Wir haben gesagt in Baden-Württemberg, wir lassen uns auch unter Corona-Bedingungen so eine Traditionsveranstaltung nicht wegnehmen. Und es war dann ein eindrucksvoller Beweis, wie es ist, wenn Kulturveranstaltungen in einer Oper, in einem Theater, in einem Kino wie hier nicht mehr stattfinden kann. Und warum es so notwendig ist, dass sich die FDP eingesetzt hat, früher als andere, für eine differenzierte Öffnungsstrategie, für Überlegungen und Konzepte, mit denen wir mit unserem 7-Stufen-Plan das Wiederhochfahren des sozialen, des kulturellen, des wirtschaftlichen Lebens in diesem Land auch unter Corona-Pandemie-Bedingungen ermöglichen. Und ich glaube, dass dieses Dreikönigstreffen in diesem Jahr 2021 die Wende gebracht hat politisch, auch für den Wiederaufschwung der Freien Demokraten. Und wenn wir uns das Wahlergebnis haben, Landtagswahlsonntag in Baden-Württemberg anschauen, da waren wir in Baden-Württemberg mit dem Einstimmenwahlrecht mit 10,5% eben diejenigen, die die Trendwende der FDP in Deutschland erreicht haben, denn dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, haben wir mit dem Blick nach Hessen gesehen, bei der Kommunalwahl 5,7%, in Rheinland-Pfalz 5,5%, also da haben sich unsere Freunde in der Regierung behauptet, das war nicht sicherlich nicht ganz einfach. Aber dass die FDP heute wieder im Bund bei über 10% liegt, zweistelligen Ergebnissen liegt, das lag auch daran, dass wir in Baden-Württemberg gemeinsam mit Uli Rühlke als Spitzenkandidat, mit den Kolleginnen und Kollegen im Landtag einen super Wahlkampf gemacht haben, natürlich unterstützt von unserem Bundesvorsitzenden Christian Lindner, und dass wir es geschafft haben, das zu durchbrechen, was man an der Börse die Widerstandslinie nennt. Also, dass man mal wieder nach oben kommt, dass die Menschen erkennen, da gibt es die Freien Demokraten, da gibt es die FDP und die tritt ein in den Wettbewerb der Ideen um bessere Konzepte für die Menschen in unserem Land. Und darum geht es ja jetzt auch im Hinblick auf die Bundestagswahl. Wir sagen nicht, dass wir für alle Themen und Probleme eine Patentlösung haben, sondern wir sagen, dass unsere Grundeinstellung, die wir in unserem Leitbild mehr Chancen durch mehr Freiheit ja auch niedergelegt haben, dass wir da Ideen haben, von denen wir überzeugt sind, dass sie für die Entwicklung unseres Landes, für die Menschen die besseren Ansätze bieten, als das, was andere Parteien in ihren Programmen haben. Und deshalb werbe ich an der Stelle mit großer Werbe und Überzeugung für die Freien Demokraten, weil ich glaube, dass wir die Einzigen sind, die eben Selbstbestimmung in allen Lebenslagen, eine Politik, die rechnen kann, die weltbeste Bildung, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte weltweit in einem Programm vereinen. Und wenn wir uns mal anschauen, auf was es jetzt gerade ankommt, dann sage ich zunächst mal zur außenpolitischen Lage im Hinblick auf diese schrecklichen Bilder, die wir aus Afghanistan bekommen, da habe ich den Eindruck, wir haben zunächst mal eine Bundesregierung, die Dinge falsch einschätzt und die ganz offensichtlich in dieser Frage
nicht richtig vorbereitet war, zum einen was die Evakuierung der eigenen deutschen Staatsangehörigen angeht, die dort bei Hilfsorganisationen, aber auch in der Botschaft tätig sind, die aber auch völlig versagt hat im Hinblick auf die Ortskräfte, also auf diejenigen Menschen, Frauen und Männer, die über Jahre hinweg die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan mitgesichert haben und die jetzt, weil sie mit der Bundesrepublik Deutschland, mit der NATO, mit dem Westen zusammengearbeitet haben, um ihr Leben fürchten müssen. Da frage ich mich, warum hat eigentlich ein Land wie Indien seine Kräfte früher abziehen können und warum hat es die Bundesregierung falsch eingeschätzt? Und meine Damen und Herren, da geht es jetzt auch nicht um die Rücktrittsforderungen, die jetzt in den Raum gekommen sind, auch durch Wolfgang Kubicki an den Bundesaußenminister. Ich habe den Eindruck, das ist nicht nur eine Frage eines einzelnen Ministers, sondern das trifft ja die Kanzlerin im ureigensten Feld ihrer Arbeit. Denn man hat ja über manche innen- und wirtschaftspolitische Schwäche von Bundeskanzlerin Angela Merkel hinweggesehen, weil man gesagt hat, ihre Stärke liegt in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und jetzt in diesem zentralen Feld muss man feststellen, und das hat ja Frau Merkel auch schon eingeräumt, das hat auch Minister Maas und Frau Ministerin Kramp-Karrenbauer eingeräumt, im zentralen Feld der Afghanistan-Politik hat die Bundesregierung diese Lage komplett falsch eingesetzt. Was ich aber am schlimmsten finde, ist die Sprachlosigkeit der Bundesregierung. Fast hat man den Eindruck, dass es hier Auflösungserscheinungen der Bundesregierung gibt. Und deshalb habe ich die Bundeskanzlerin aufgefordert, den Auflösungserscheinungen in ihrer eigenen Regierung entschlossen entgegenzutreten. Eine so angespannte Situation wie in Afghanistan erfordert mehr als das Handeln von Ressortministern. Das erfordert die Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin. Sie muss das Ganze in die Hand nehmen. Gleichzeitig sind wir natürlich jetzt nicht in der Situation, wo wir eine Fehlerdiskussion anfangen. Ich glaube, dass es unbedingt erforderlich sein wird, die Vorgänge parlamentarisch aufzuarbeiten. Wenn jetzt selbst CSU-Kollegen davon sprechen, dass es nach der Wahl einen Untersuchungsausschuss geben wird, dann ist es mit Sicherheit das richtige Mittel. Aber im Moment können wir nur hoffen, bangen und beten, dass die Aktion mit dem Ausfliegen der betroffenen Staatsangehörigen und Ortskräfte in Afghanistan noch funktioniert. Da sind unsere Gedanken bei denjenigen, die im Moment im gefährlichen Einsatz einen guten Job machen. Und da kann man nur hoffen, dass das Ganze gelingt. Der Deutsche Bundestag wird in einer Sondersitzung, die wir als FDP ja gefordert hatten, und zwar wegen der Corona-Lage, auf die ich gleich zu sprechen komme, und wegen der Hochwasserhilfe, in der nächsten Woche Gelegenheit haben, zu diesem Thema zu sprechen. Und damit bin ich beim zweiten zentralen Punkt, den ich mal ansprechen möchte. Wir Freie Demokraten waren und sind es, die gesagt haben, dass auch in einer Pandemie die grundlegenden Entscheidungen in gewählten Parlamenten getroffen werden müssen und nicht in Hinterzimmerveranstaltungen wie der Ministerpräsidentenkonferenz diskutiert und ausgehandelt werden dürfen. Freiheitsrechte eben nicht auf Dauer ausgesetzt werden dürfen und deshalb sind wir auch dagegen, dass die epidemische Lage nationaler Tragweite, also der verfassungsmäßige Ausnahmezustand, jetzt ad ultimo verlängert wird. Wie lang eigentlich noch? Über ein Jahr, eineinhalb Jahre jetzt der Kampf gegen eine Pandemie. Und Klammer auf, im ersten Lockdown haben wir ja die Dinge mitgetragen, weil wir gesehen haben, dass auch da die Lage falsch eingeschätzt wurde. Klammer auf, die FDP hat bereits im Januar 2020 im Gesundheitsausschuss nach der Pandemie, nach Schutzkleidung und so weiter gefragt. Und Herr Spahn, der Gesundheitsminister, hat uns ja immer beruhigt und sagte, er hätte die Lage im Griff und am Ende fehlten aller Orten Masken bis hin in die Krankenhäuser, wo Schutzkleidung und Masken ausgegangen sind, also von wegen gut vorbereitet. Aber im ersten Lockdown waren wir gezwungen, auch drastische Einschränkungen vorzunehmen. Wir sagen aber, aus diesem Lockdown, aus diesem ersten Lockdown, wurden eben nicht die richtigen Konsequenzen gefordert. Wir haben frühzeitig eine Öffnungsstrategie vorgeschlagen. Wir haben ein Reiserückkehrmanagement vorgeschlagen. Wir haben die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorgeschlagen. Und meine Damen und Herren, wenn Sie sich jetzt mal die Debatte der vergangenen Wochen anschauen, da hat die Europäische Union gerungen um einen digitalen Impfausweis. Wir haben als FDP im Jahr 2019 einen digitalen Impfausweis beantragt im Deutschen Bundestag. Da sprach noch keiner von der Pandemie.
Denn ein digitaler Impfausweis, der wäre ja notwendig gewesen, ob mit Corona oder ohne Corona. Aber man merkt, wir sind eben in Deutschland, und das ist ja symptomatisch, nicht gut vorbereitet, was das Thema Digitalisierung angeht. Und wenn ich dieses Thema anspreche, meine Damen und Herren, dann meine ich vor allen Dingen den öffentlichen Sektor. Public Sektor in Deutschland hinkt bei der Digitalisierung weit hinter anderen europäischen Ländern zurück. Wir wurden ja noch belacht vor 4 Jahren beim Bundestagswahlkampf, als wir plakatiert haben, Digital First, Bedenken Second. Erinnern Sie sich noch an die Plakate? Gut, über Plakatslogans kann man natürlich immer geteilter Meinung sein. Das war natürlich plakativ. Und es gibt in der Digitalökonomie, wenn ich an den Wettbewerb denke, wenn ich an die Monopolbildung der GAFA-Konzerne, Google, Apple, Facebook, Amazon denke, natürlich große Fragen, denen wir uns auch stellen. Das Wettbewerbsrecht muss angepasst werden, damit solche Internet-Digital-Monopole den Wettbewerb nicht dominieren, nicht die kleinen und mittleren an die Wand drücken, ganz klar. Aber dass wir nur mit Bedenken auf diese Digitalisierung antworten, ist natürlich verheerend, wenn andere Länder längst an uns vorbeirennen. Und wie unterm Brennglas wurde in der Corona-Pandemie ja deutlich, wo die Schwächen in Deutschland sind. Ich nenne mal ein Stichwort E-Government. Es war in der Pandemie eine Zeit lang unmöglich, ein Auto anzumelden, weil die Verwaltung das einfach noch nicht digital ermöglicht. Haben Sie mal in Ludwigsburg oder in einer der kreisangehörigen Gemeinden versucht, einen digitalen Bauantrag zu stellen? Das gibt es noch nicht. Das liegt da nicht an den Gemeinden, sondern dafür müssen Land und Bund die Grundvoraussetzungen schaffen, dass das überhaupt geht. Und Sie wissen ja, im Deutschen Bundestag war bis vor kurzem das Faxgerät noch das Maß aller Dinge. Und kürzlich hat also unser erster parlamentarischer Geschäftsführer Marco Buschmann gejubelt und sagte, jetzt können wir endlich die Anfragen, die wir als Abgeordnete an die Regierung stellen, auch in einem Online-Portal eintragen und müssen sie nicht mehr faxen. Und da rutschte mir dann raus die Frage an die Kollegen, wisst ihr aber warum? Ja, wir jetzt keine Faxgeräte mehr brauchen? Naja, ganz einfach, die Faxgeräte werden in den Gesundheitsämtern dringend benötigt. Ja, also man kann manchen Dingen ja nur noch mit sarkastischem Humor begegnen. Denn dass Deutschland es in 12 Monaten nicht geschafft hat, die Gesundheitsämter zu digitalisieren, ist natürlich verheerend. Und dass Push-Nachrichten zur Information von Getesteten nicht eingesetzt werden, liegt nicht daran, dass es nicht Anbieter gibt, die solche Programme verkaufen wollten, sondern es liegt einfach daran, dass unser Land, was den Public Sector, die öffentliche Verwaltung angeht, nicht einfach keinen Druck auf die Räder kriegt. Meine Damen und Herren, wie unter einem Brennglas hat Corona die Versäumnisse der Vergangenheit ans Tageslicht gebracht, und wir sagen, da muss sich jetzt etwas ändern. Wenn ich über Digitalisierung spreche, spreche ich natürlich auch über die Bildung. Ich sehe, dass wir auch jüngere Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute hier unter uns haben. Ich empfinde es als einen Skandal, dass in Deutschland über alles und Mögliches diskutiert wird, aber nicht über die Bildungschancen der jungen Generation. Kinder brauchen Kinder. Und deshalb war ich froh, dass unser Sohn in die Kita durfte, weil meine Frau als Ärztin systemrelevant ist. Bundestagsabgeordnete waren jedenfalls nicht immer systemrelevant, aber bei Ärztinnen und Pflegekräften hat man es eingesehen. Also kurzum, ich war der Meinung, es ist gut, wenn unser Kind in die Kita darf, weil Kinder andere Kinder brauchen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir es nicht zulassen dürfen, dass auf Dauer über Jahre hinweg der Unterricht in den Schulen, an den Hochschulen und Universitäten ausfällt. Und deshalb muss es gelingen, dass wieder Präsenzunterricht stattfindet. Und da bin ich der FDP hier in Ludwigsburg, lieber Oliver Martin, auch Stefanie Knecht und den Gemeinderäten her, dankbar, dass sie gekämpft haben und kämpfen und meine Anregungen vom September vergangenen Jahres beim Bezirksparteitag aufgenommen haben. Ich verstehe nicht, warum das Rathaus in Aachen virenhemmende Luftfilter für das Rathaus bestellt, aber nicht für die Schulen. Und ich verstehe nicht und akzeptiere auch nicht, dass es nicht flächendeckend virenhemmende HEPA-Luftfilter in allen Schulen und Universitäten gibt. Warum werden denn diese Luftfilter in Operationssälen eingebaut? Naja, weil sie die Virenlast senken. Und es gibt in Baden-Württemberg, ich muss ja den Hersteller hier in Ludwigsburg nicht nennen, aber man sieht ihn ja an der Straße Mann und Hummel. Es gibt andere, die eben tolle Geräte herstellen, mobil und stationär, die man einbauen kann.
die die Virenlast absenken. Und da bin ich der Meinung, da muss eine Offensive her. Im September vor einem Jahr habe ich es gefordert. Jetzt sind wieder Monate ins Land gegangen, wo das Land mit einer grün-schwarzen Landesregierung und der Bund mit einer schwarz-roten Bundesregierung eben nicht genügend getan hat. Der Bund hat ein paar Euro ins Schaufenster gestellt, aber von der Flächendeckung Versorgung mit Luftfilteranlagen sind wir weit entfernt. Und wenn sie eingesetzt werden, dann in den Krisenstäben der Verwaltung, aber nicht dort, wo die Zukunft unseres Landes liegt, nämlich in den Schulen, in den Kindertagesstätten, Kindergärten und an den Universitäten. Und wir fordern als Freie Demokraten Investitionen in die Jugend. Es muss jetzt gelingen, auch mit intelligenten Testkonzepten, dass im Herbst eben Schule und Hochschule nicht wieder geschlossen wird. Dafür kämpfen wir. Wir setzen auf Innovation, auch auf PCR-Schnelltests. Da gibt es tolle Dinge, Lolli-Tests und alles andere. Es hat viel zu lange gedauert. Wir sagen, die Bundesregierung muss jetzt endlich mehr tun, damit diese Testkonzepte auch flächendeckend ausgerollt werden. Denn jeder Tag Lockdown kostet wesentlich mehr als diese Tests. Deshalb habe ich auch Herrn Spahn widersprochen, der sagte, er will die Bürgertests nicht mehr in Zukunft finanzieren. Für uns, meine Damen und Herren, gilt die 3G-Regel, geimpft, genesen und getestet. Und es gibt Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Wir sind der Meinung, dass niemand wegen der Frage des Geldbeutels an einem Test gehindert werden darf. Und deshalb, meine Damen und Herren, wenn eine Woche Lockdown den Staat 2,5 Milliarden Euro kostet, dann sind die Ausgaben für Bürgertests, auch wenn sie in die Millionen gehen, vernachlässigbar und verhältnismäßig gering. Und deshalb, meine Damen und Herren, wir setzen auch bei der Bekämpfung der Pandemie auf technologischen, wissenschaftlichen Fortschritt. Und hier machen wir der Regierung kräftig Beine, weil wir ansonsten befürchten, dass die junge Generation, die Leidtragenden sind. Und das wäre der größte Schaden für unser Land. Dem gilt es entschieden entgegenzutreten. Damit bin ich bei einem ganz wichtigen Punkt, den Oliver Martin bereits angesprochen hat, nämlich die Frage wissenschaftlich-technologischer Fortschritt, ob Corona-Krise oder Klimakrise. Die Antwort liegt, davon bin ich persönlich überzeugt, in der Technologie. Ich komme gerade aus Aalen, habe dort einen großen Arbeitgeber besucht, die Firma Mapal, ein Werkzeughersteller, Automobilindustrie viel, aber auch Aerospace, auch andere Geschäftsfelder. Und ich finde es dann wirklich erschreckend zu erfahren, dass eben die Automobilzulieferer, die am Verbrennungsmotor hängen, jetzt durch politische Vorgaben, nämlich das politisch verfügte Aus des Verbrennungsmotors, gezwungen sind, Arbeitsplätze in Deutschland abzubauen und es bei uns in Deutschland, in Baden-Württemberg, keinen Aufschrei und keinen Aufstand und keine Massendemonstration gibt. Also in der Freien Reichsstadt Esslingen hat die Firma Eberspächer an ihrem Stammsitz wesentliche Teile der Produktion eingestellt. Wo ist der Aufschrei? Ich hätte erwartet, dass da in Baden-Württemberg die Menschen auf die Straße gehen und sagen, unsere Arbeitsplätze fallen weg. Wo ist da eigentlich die IG Metall? 400.000, 500.000 Arbeitsplätze fallen weg, das berechnet die Gewerkschaft und es hängt mit dem Verbrennungsmotor zusammen. Und dann wird behauptet, die Industrie hätte das selber entschieden, das wäre eine Entscheidung des Marktes. Und dann wird behauptet, es wäre notwendig wegen des Klimaschutzes. Und dann wird argumentiert, Herr Habeck war ja heute in Ludwigsburg, dass praktisch aus Gründen des Klimaschutzes der Umstieg auf die batteriebetriebene Elektromobilität notwendig sei. Und dann höre ich das. Und dann gucke ich in die Zeitung digital oder ich schlage sie auf und lese, dass Daimler seine Verbrennungsmotorenfertigung nach China verlagert. Warum eigentlich? War da nicht Cem Özdemir? Der sagte, die Chinesen zwingen uns, Die zwingen uns, die batteriebetriebene Elektromobilität einzuführen, wo sie Technologieführer sind. Und nehmen uns den Diesel weg, wo wir Technologieführer sind, um dann möglicherweise getrieben durch einen Großaktionär aus China den Daimler dazu zu bewegen, die Verbrennungsmotorenfertigung nach China zu verlagern. Glauben Sie denn ernsthaft, dass ein Großkonzern wie Daimler in China eine
Verbrennungsmotorenfertigung aufbaut, um keine Motoren zu fertigen? Glaube ich nicht. Sondern ich gehe davon aus, dass eben Daimler in China eine Verbrennungsmotorenfabrik baut, um Verbrennungsmotoren zu fertigen. In China. Und die Chinesen zwingen uns nicht, die Batterie-Elektromobilität einzuführen, sondern sie versuchen uns, die Technologieführerschaft abspenstig zu machen. Und wir sind so blöd, uns auf diesen Weg zu bewegen. Und durch Flottengrenzwerte und politische Entscheidungen kommt das Aus des Verbrennungsmotors am Ende, ohne dass es auch nur einen einzigen Vorteil für den Klimaschutz bringt. Denn wenn die Verbrennungsmotoren nicht mehr in Baden-Württemberg, in Europa gefertigt werden, dann ist die Wertschöpfung, sind die Arbeitsplätze weg. Aber die Verbrennungsmotoren kommen dann aus anderen Produktionsstandorten wie in China und fahren weltweit und schädigen weiterhin das Klima. Und eine solche Politik ist im Grunde genommen der helle Wahnsinn. Und wir erlauben uns an dieser Stelle, das mal so deutlich zu sagen, nicht weil wir nicht die Notwendigkeit von Klimaschutz erkennen, sondern weil wir der Meinung sind, wir schaffen den notwendigen Klimaschutz eben nicht alleine mit batteriebetriebener Elektromobilität, sondern wir brauchen zusätzlich zum batteriebetriebenen Elektroauto, das viele große Vorteile hat, insbesondere im städtischen Verkehr, insbesondere auf der Kurzstrecke, brauchen wir den klimaneutralen Verbrennungsmotor, den wir erreichen durch grünen Wasserstoff in großen Mengen zu günstigen Preisen. Und der kann nicht allein in Deutschland hergestellt werden, sondern dafür brauchen wir Kooperationen mit Ländern, die gute Standorte der Photovoltaik und der Windenergie haben, etwa Portugal oder auch Schottland oder auch Norwegen, die auch dringend Einnahmequellen suchen, weil ihre Gasvorräte zu Ende gehen und weil wir ja auch wegkommen wollen vom Erdgas, das ja auch ein fossiler Brennstoff ist. Deshalb sagen wir, der Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft, den wir als FDP seit Jahren fordern, der ist dringend überfällig. Und deshalb ist unsere klare Botschaft die, wir wollen Klimaschutz durch Technologie erreichen. Wir brauchen nicht nur Fridays for Future, sondern wir brauchen Freiheit for Future. Wir brauchen Future by Technology und deshalb stehen wir für Technologieoffenheit. Und wir sagen, gebt dem Verbrennungsmotor eine Zukunft, indem wir ihn durch Technologie, durch grünen Wasserstoff klimaneutral machen. Das ist unsere Antwort. Also batteriebetriebene Elektromobilität ja, aber eben kein regulatorisches Aus für den Verbrennungsmotor, sondern durch Technologie klimaneutral machen. Das sichert Arbeitsplätze und schafft Klimaschutz, denn angesichts von 1 Milliarde Bestandsfahrzeuge, Verbrennungsmotoren weltweit, erreichen wir ja einen globalen Klimaeffekt nur, wenn es uns gelingt, einen großen Anteil dieser Verbrennungsmotoren, die die nächsten Jahre noch fahren werden, klimaneutral zu machen. Und deshalb muss es unser gemeinsames Interesse sein, so schnell wie möglich große Mengen grünen Wasserstoffs zu günstigen Preisen herzustellen. Erst dann haben wir einen globalen Klimaeffekt. Und ich glaube, an dieser Stelle sieht man, dass wir uns als Freie Demokraten sehr wohl Gedanken machen, wie wir die Dinge erreichen. Es reicht eben nicht nur aus, wie die Grünen, immer Ziele zu verschärfen, sondern wir müssen Ziele auch erreichen. Wir haben in Deutschland kein Zielsetzungsproblem, sondern ein Zielerreichungsproblem. Und wir setzen der Verbots- und Verzichtsideologie der Grünen unser Konzept des marktwirtschaftlichen, technologiebasierten Klimaschutzes entgegen. Und wir glauben, dass das der richtige Weg ist, um Klimaschutz, Arbeitsplätze und Wohlstand miteinander zu verbinden. Und damit bin ich bei meinem dritten und letzten Gedanken, den ich ansprechen möchte. Corona hat dazu geführt, dass Deutschland in einer gespaltenen wirtschaftlichen Situation ist. Wir haben Branchen, die glücklicherweise gut durch die Krise gekommen sind. Wir haben Branchen, die haben zugelegt. Das ist der ganze Digital- und Online-Bereich. Da wird auch eine notwendige Transformation jetzt ein Stück weit beschleunigt. Aber wir haben natürlich auch Bereiche, die durch die Lockdowns, die notwendig waren oder die von der Regierung verfügt wurden, um das öffentliche Gut Gesundheit zu schützen, in massive Schwierigkeiten geraten sind. Wir machen uns Sorgen um die stationären Einzelhandelsbetriebe in den Innenstädten. Wir fürchten das Ausbluten unserer Innenstädte. Und da geht es ja nicht nur um Handel, sondern auch um Kultur. Wir sind ja hier heute im Kino, im Scala. Wenn wir uns mal vor Augen führen, wie Theater, wie Kinobetriebe, wie die ganze Kultur ja auch nicht stattfinden konnte, was das Leben ja auch ärmer gemacht hat. Also wir sagen an der Stelle,
Wir brauchen dringend für diese Betriebe, für diese Unternehmen eine Perspektive. Wir haben von Anfang an darauf gesetzt, den Unternehmen, die durch einen Lockdown in der unternehmerischen Freiheit eingeschränkt waren, eine Kompensation zu gewähren über die Finanzämter. Wir wollten das machen über einen Verlustrücktrag, der den Namen verdient. Die Finanzämter haben alles von den Unternehmen. Die Steuerbilanzen, die Steueridentifikationsnummer, die Kontoverbindung, Betrug praktisch ausgeschlossen. Aber man hat in Berlin nicht auf uns gehört und eben nicht das Kieler Modell, das wir beantragt haben, Kompensationszahlungen nach dem Rückgang des Betriebsergebnisses über die Finanzämter kompensiert, sondern ein regelrechtes Wirrwarr, einen Dschungel von 13 bzw. 14 Überbrückungshilfen geschaffen, das am Ende nur zu einer unermesslichen Bürokratie geführt hat. Und ich hatte in Gesprächen zum Beispiel Veranstaltungsunternehmer, Beleuchter, die sagten, wir hatten gar keinen Steuerberater, wir waren Kleinunternehmer, wir haben gar keinen mehr gefunden, wir konnten es alleine nicht beantragen. Also ich sage an der Stelle, hätte man auf uns gehört, dann hätten diejenigen, die durch den Staat, durch staatliche Vorgaben beeinträchtigt waren in ihrer Wirtschaftstätigkeit, ihre Kompensation bekommen. Wir sagen, das ist immer noch notwendig, denn wir brauchen keine Überbrückungshilfenbürokratie, sondern wir brauchen unbürokratische Hilfen, die auch bei den Betroffenen ankommen, weil wir ansonsten Gefahr laufen, dass weite Teile des Mittelstandes hinweggefegt werden. Auch in der Hotellerie, in der Gastronomie, wo mir kürzlich eine Hoteliersfrau, eine CSU-Stadträtin aus Bayern sagte, wenn sie nochmal schließen muss, dann sperrt sie nicht mehr auf, ihre Reserven sind ausgebraucht. Meine Damen und Herren, wir kämpfen als freie Demokraten an der Seite dieser vielen kleinen und mittleren Unternehmen und nein, wir werden nicht tatenlos zusehen, wie der Konzentrationsprozess in unserer Wirtschaft weitergeht und durch die Corona-Pandemie und die staatlichen Maßnahmen noch begünstigt wird. Da muss es eine politische Kraft geben, die eben hier dem Staat in den Arm fällt und das sind wir, die freien Demokraten. Mein Dreiklang in dem Zusammenhang lautet: entlasten, entfesseln, investieren, so wie es in der Einladung zu lesen war. Gerade jetzt, wo es darum geht, eine Aufholjagd zu organisieren, dass wir die Delle der Corona-Pandemie auch wirtschaftlich wieder aufholen können, geht es darum zu entlasten. Als die FDP in Umfrage immer stärker wurde, hat die CDU plötzlich ins Programm auch geschrieben, sie ist auch für Steuerentlastung. Also Klammer auf, ich erinnere mich noch an Herrn Altmaier, der als Geschäftsführer Finanzminister uns in den Jamaika-Gesprächen, da war doch was, vorgerechnet hat, die Komplettabschaffung des Soli könne man sich nicht leisten. Also ich sage, wenn jetzt die CDU mit Steuerentlastung um die Ecke kommt, ihr hattet doch 4 Jahre Zeit, das alles umzusetzen, habt ihr nicht gemacht. Jetzt vor der Wahl ein Programm ganz spät zu verabschieden, so spät, dass man nicht mehr daran geprüft wird, ob es auch umgesetzt wird, das spricht der Bände und Laschet selber hat ja dann die Steuerentlastung relativ schnell abgeräumt. Wir sagen, meine Damen und Herren, wenn die Briten, Großbritannien, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika, wenn Frankreich, selbst Italien die Körperschaftssteuern senkt und wir müssen in Deutschland dann auch an die Einkommensteuer ran, weil ja viele Personengesellschaften im Mittelstand Einkommensteuer bezahlen, dann ist es höchste Eisenbahn. Deutschland hat von allen OECD-Ländern mit die höchste Steuerlast, meine Damen und Herren. Wir verlieren die Wettbewerbsfähigkeit und deshalb ist es völliges Kappes, wenn dann behauptet wird, wenn Journalisten, wenn politische Mitwettbewerber sagen, man könne sich eine Steuersenkung nicht leisten, da sagen wir, wir können uns es nicht leisten, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren und wenn andere Standorte ihre Steuern senken, dann muss das in Deutschland auch passieren, weil ansonsten Unternehmen ins Ausland abwandern oder schlicht und ergreifend nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Und dann haben wir am Ende auch nicht mehr in der Kasse. Also entlasten bei den Steuern, vor allen Dingen aber entfesseln von unnötiger Bürokratie. Wir haben konkrete Vorschläge unterbreitet, die reichen von der Verkürzung der Aufbewahrungsfristen bei den Steuerunterlagen bis zur Abschaffung der Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge. Da kann man schon heute unnötige Bürokratie wegnehmen. Und dann wollen wir die Fiskalspielräume, die wir sehen, auch durch Verschuldung durchaus in begrenztem Umfang, einsetzen, um zu investieren in die Modernisierung des Staates, Digitalisierung, digitale Infrastruktur, aber auch Verkehrsinfrastruktur. Und dann, meine Damen und Herren, bin ich überzeugt, dass wir alle Chancen haben, in Deutschland die Aufholjagd zu gewinnen. Denn wir haben ja tolle Potenziale. Und damit, meine Damen und Herren,
will ich auch schließen. Ich bin stolz darauf, dass wir in Deutschland, in Baden-Württemberg auch, Entwickler, Forscher haben. Vor über 20 Jahren habe ich den Gründer von CureVac in Tübingen besucht, Ingmar Hör. Auf ihn geht ja ganz wesentlich diese mRNA-Technologie zurück. Leider hat jetzt das Unternehmen da nicht den großen Durchbruch erzielt. So was gibt es, das gehört zum unternehmerischen Risiko dazu. Aber dieselbe Technologie ist von einem Existenzgründer-Ehepaar übrigens mit Migrationshintergrund, Herr Sahin und Frau Türezi, in Mainz umgesetzt worden. Ist auch Südwestdeutschland, da können wir stolz drauf sein. Ich bin stolz auf das, was da geleistet wurde bei BioNTech, bei CureVac und bei anderen. Aber ich erlaube mir auch daran zu erinnern, dass mit den Forderungen der Grünen im Wahlprogramm von 1998, also mit Joschka Fischer und Jürgen Trittin zur Bio- und Gentechnologie, diese Entwicklungen dieser Impfstoffe in Deutschland gar nicht möglich gewesen wäre. Von dem her ist es gut, dass damals andere regiert haben und wir Freie Demokraten stehen auch in diesem Bereich zur Wissenschaft, zur Technologieoffenheit und zum Fortschritt und wir glauben, dass das die richtigen Instrumente sind, um die Herausforderung in unserem Land zu meistern. Denn wir wollen die individuelle Freiheit sichern, wir wollen den liberalen Rechtsstaat verteidigen und wir wollen gleichzeitig Wohlstand und Arbeitsplätze. Und das gibt es nur mit den Freien Demokraten. Und deshalb bitte ich Sie an der Stelle, die nächsten Tage und Wochen zu nutzen in Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ich spüre, dass viele noch auf der Suche sind. Ich glaube, wir haben zu vielen Themen, die entscheidend sind für die Zukunft, sehr, sehr gute Antworten. Und ich glaube, dass in Deutschland mehr Gewicht auf der Freiheit liegen muss. Und deshalb stärken Sie die Kraft der Mitte, stärken Sie die Freien Demokraten. Die Freiheit will Ihr Land zurück. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.